mitgebracht. Ich bin der Mann, ich bin der Mann für alle Fälle. Alle, die Fragen oder Probleme haben, die kommen zu mir. Ja, moin. Mein Name ist Nico. Ich würde gern Kaffee in einem alten Kiosk machen. Meine Frau Nesrin. Hüsi. Wir arbeiten schon 8 Jahre diese Kiosk. Hannover ist Norddeutschlands Kioskhauptstadt. Hier gibt es mehr als 350 dieser Buden. Die allermeisten im ehemaligen Arbeiterviertel Linden. Kiosk, Späti, Bütchen, der Bezeichnung gibt es viele. Aber sie meinen alle das Gleiche. Eine vertraute Anlaufstelle für bescheidene Wünsche. Die Butze um die Ecke, die quasi rund um die Uhr geöffnet ist. Für Kinder ein bezahlbares Stück Schlaraffenland. Für die großen Klatschbörse und Minisupermarkt in der Nachbarschaft. In Hannover prägt der Kiosk das Lebensgefühl. Endstation der Linie 5 in Hannover-Stöcken. Etwas abgelegen, aber für die Menschen hier unverzichtbar. Ich wünsche dir was. Ciao. Jawohl, hätte ich hören, ne? Guten Morgen erstmal. Manfred Schütt, von allen nur Manne genannt, arbeitet in dieser Bude bereits seit 37 Jahren. Doch dieses Jahr wird sein Kioskleben auf den Kopf stellen. Es ist der Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown. Jawohl, moin Nico. So, was haben wir denn Schönes? Ja, immer frisch, immer frisch. Das spricht sich rum, dass du frischen Kaffee hast. Und die Leute sind auch zufrieden. Das schmeckt man denn, als wenn man so einen Automatenkaffee hat. Das muss schon alles ein bisschen vernünftig sein. Ich habe immer den gleichen Kaffee. Wenn man Kaffee mischt mit einer anderen Sorte, das schmeckt der Kunde. Das ist nicht gut. Der Kaffee muss der gleiche sein und man muss wissen, wie viel nimmt man denn davon. Wenn man einen halben Löffel zu viel hat, schmeckt er schon nicht. Hat man einen halben Löffel zu wenig, schmeckt er auch nicht. So, jetzt muss ich mich verstecken, weil die Löffel anhalten, die muss nicht jeder wissen. Boah, ich habe schon Kunden gehabt, die haben versucht, den Kaffee nachzumachen. Die haben gesagt, ich krieg den Kaffee nicht so hin wie du, Mann. Wie machst du das? Naja, mit Liebe. Ja. So, jetzt kommen erstmal meine Rentner. Ja, alles. Guten Morgen. Meine Herren. Ja. Bist dran heute? Ja, 10 nach 7, Viertel nach. Abmahnung, erste. Ja. Ja, also einer von den Ältesten, über 80. Schon Wahnsinn, ne? 83. 83, oh, korrigiert, 83. Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Ich hab Post gekriegt und ja. Ich zieh da nicht durch. Kannst du mir mal gucken, was das ist? Ach, die Prämie, ja. Das ist Wohnungsprämie. Wenn irgendwas ist, wenn man ein Problem hat oder irgendwas, man weiß immer Rat. Und wenn man Post kriegt, man hilft ihnen einen immer. Immer, er ist immer da. Er weiß alles, er kann alles. Das habe ich schon im Januar oder so gekriegt. Ja, normal melde dich nochmal. Es geht ja um diese Prämie, die du dann beantragen kannst. Mhm. Gut. Du brauchst einen Kaffee, ja, ne? Ja, klar. Mann ist der Beste. Wenn man Probleme hat, meine Katze ist gestorben, er hat mich getröstet. Ja, nicht Manne. Bin ich da. Meine Paula ist gestorben. Ja. Warst du für mich da? Immer da. Bin der Mann für alle Fälle. Wenn der Kaffee so ein bisschen so einschenkt, dass er auch noch schon Blasen hat, dann oben schön von oben nach unten, dann sieht das immer gut aus. Jeder hat seine Tasse fast von Stammkunden, ne? Ne? Zack. Danke.
Ja, jetzt habe ich sie alle rum. Jetzt kommt noch ein Rentner noch und da hinten, dann habe ich sie alle durch heute Morgen. Ah, das ist meine direkt aus Spanien Maschine, La Española. Und ja, eine feine Handhebel-Espresso-Maschine. Komplett mechanisch und macht seit den 70ern den besten Espresso der Welt. Nico Zagalak hat ein ambitioniertes Ziel. Er will in Linden, dem Multikulti-Stadtteil in Hannover, aus einem leerstehenden Kiosk ein kleines Café machen. Gejobbt als Barista hat er schon in vielen Cafés. Das hier soll sein erstes eigenes Geschäft werden. Und das ausgerechnet zu Corona-Zeiten. Jetzt, wo ich halt in dem Alter bin, auch wo ich Wurzeln schlagen will und ich mich auch in meiner Nachbarschaft so wohlfühle, weiß ich, dass ich hierbleiben will und will auch endlich diesen Traum leben, halt selbst Gastronom zu sein, ne? Und gerade Kaffee. Ja. Dann haben wir hier unser Verkaufsfenster für den Verkauf to go, zu der Seite. Dann dieses schöne Muster hier. Ich habe die einfach mal auf gut Glück geholt und wusste noch nicht genau, wo ich es platzieren werde. Und es passt von der Anzahl und von dem Design her irgendwie ganz gut an diese Stelle. So ein bisschen was fürs Auge, ne? Geld für Handwerker hat der 35-Jährige nicht. Sein Motto? Alles selbst machen und davon vieles zum ersten Mal. Gefunden hat er sein 16 Quadratmeter großes Projekt über eBay Kleinanzeigen. Der Mietvertrag läuft seit 14 Tagen. Damit endlich auch bei ihm Geld reinkommt, ist sein Zeitplan sportlich. Bereits in einer Woche will Nico die Eröffnung feiern. Der Spritzschutz fürs Aufschäumen der Milch ist schon mal fertig. Ja, ist schon schick. Ja, das Ziel ist halt, die letzten Punkte abzuarbeiten. Da ist wirklich nur noch Boden reinlegen, bisschen Aufbau, Decke streichen, Kochnische einrichten, gefliest ist zum Glück. Und genau, Kaffeemaschine anschließen und schauen, ob der beste Espresso der Welt rauskommt. Nur eine Straßenecke weiter befinden sich entlang der Limmer Straße die allermeisten Kioske in Hannover. Und hier ist auch die Bude von Hüseyin Yilmaz. Normalerweise bestellen seine Kunden auch im Kiosk. Zurzeit läuft alles nur über das Fenster. Training. Ja, beste Training. Ich weiß nicht, welche möchten Sie? Oder welche? Danke. Normalerweise wir untertut immer diesen Box. Aber wegen Corona-Zeit konnte nicht reingehen. Deswegen wir haben alle leer gemacht. Einfach fertige Buntetütchen. Einfach da steht vorne. Kunde einfach, wenn sagt 1 Euro bunte Tüte, wir geben einfach 1 Euro bunte Tüte. Das ist noch einfachster, glaube ich. Hüseyins Kiosk ist mehr als nur Anlaufpunkt für alltägliche Kleinigkeiten. Das ist nicht für Laden. Auch Treffpunkt, auch für Leute unterhalten, wie Therapie, fast alles. Ja, hier. Einmal hier Medikamente? Ja. Zahnschmerztabletten? Zahnschmerztabletten. Und Sirup auch? Nein. Da habe ich genug zu Hause. Seit 9. Januar bin ich deutsch geworden. Nach dem Kartoffel. Habe ich Kartoffel gegessen? Nach dem Kartoffel gegessen? Weißbrot gegessen? Ich bin deutsch geworden. Das ist selbst schon mal wichtig zu wissen. Ne? Tschüss. Es ist richtig guter Nachbar. Er sagt, ich esse Kartoffeln, bin ich Deutscher. Wir sind Ausländer, er ist Deutscher. Er ist recht. So, 4 Euro, danke schön. Hier ist wie Multikulti, nicht nur Deutsche, nicht nur Türken, nicht nur Araben, nicht nur Persen, nicht nur Brasilianer. Das ist fast jede Leute.
triffst. Und das ist für ein Menschenkind, für einen Charakter, für Länder, ist das Beste. Wir wüssten gar nicht, halt, dass wir woanders, also könnte ich mir gar nicht vorstellen. Gut, okay, wenn er mal irgendwie halt zu hat oder Urlaub oder dass ich mich dann gezwungen halt, wenn man unterwegs was kaufen will. Ne? Aber sonst, nee, geht man auch nicht woanders hin. Das gehört sich auch nicht, sage ich mal. Das ist Nummer halt, zwei, bitte? Gehört schon unser, das ist schon fast so Inventar, Familieninventar. Die Kioske gehören zu Hannovers Stadtgeschichte. Von den mehr als 350 Bütchen stehen sogar drei unter Denkmalschutz. Einer davon, der klassische Pavillon in den Herrenhäuser Gärten. Richtig Schwung in Hannovers Kioskszene kam Mitte der 50er Jahre durch den Limonaden- und Wasserhersteller Karl Nepgen. Der Unternehmer betrieb sage und schreibe 80 Buden in Hannover. Ich hätte gerne zwei Flaschen Bier. Ja. Und dann bitte ein Schulheft. Ja. Und ein Zeichenbuch, bitte. Mitte der 80er Jahre wandelt sich Hannovers Kiosklandschaft. Immer mehr Buden werden aufgemacht. Viele zugewanderte Mitbürger und zupackende EinzelkämpferInnen treiben die städtische Bütchenkultur voran. Ich kann auch noch ein. Hannovers unvergessene Kiosk-Ikone ist Erna Koch aus der Südstadt. Bis zu ihrem 85. Lebensjahr steht sie ihre Frau im Kiosk. Frau Koch, wir nehmen jetzt eine Bildzeitung. Ist schlimm, dass ich heute Morgen nur die Bildzeitung habe? Ach, das ist nicht schlimm. Ich habe ja gestern. Ja, gestern haben wir Großeinkauf gemacht, und heute machen wir Kleineinkauf, ne? So, einmal 60 Cent. Danke. Ich bedanke mich vielmals. Das wird die Verlängerung für die Theke, so dass ich die Maschine dann richtig hinstellen kann. Alles Marke Eigenbau. Viel Zeit hat Nico nicht mehr. In 6 Tagen bereits will er in seinem neuen Kiosk-Café den ersten Cappuccino servieren. Was? Noch nicht optimal. Es ist Millimeterspiel. Aber ein Millimeter mit der Hand ist halt auch echt so ein Ding. Aber egal, muss gemacht werden. Eine Elektrosäge würde die Arbeit natürlich beschleunigen. Aber warum sollte er die teuer kaufen, wenn es auch noch die gute alte Handsäge im Keller gibt? Zack, das ist ein Toleranzbereich, mit dem kann ich umgehen. Jetzt muss er sich aber erst einmal um die Fassade kümmern. Die muss bis morgen komplett weiß sein. Denn dann kommt ein befreundeter Graffiti-Künstler, der eine weiße Grundierung braucht. Arbeitssicherheit. Hab ich voll drauf. Vor seiner Idee mit dem Café hat Nico als freischaffender Künstler gearbeitet. Von der Hand in den Mund gelebt. Nur des Geldes wegen etwas zu machen, was ihm gar keinen Spaß macht, kommt für Nico nicht in Frage. Seine Freundin Sophia macht schon mal ein bisschen Werbung für die baldige Eröffnung. Namensanstecker zum Mitnehmen. Mit einer Verbindung zu Nikos polnischen Wurzeln. Also das Café an sich heißt Cover the Hut. Cover vom polnischen Café. Und the Hut, auf Englisch Hütte, die Hütte. Ja, einfach weil es ein kleines freistehendes Häuschen in Linden ist. So. Das ist so eine Hütte. Findet man nicht nochmal und ja, ist halt meine Hütte.
Wie in alten Zeiten. Du riechst wieder Papa, sagen sie immer, wenn ich irgendwo hinkomme. Du riechst ja wie ein alter Herr. Ja, ein langer Herr. Was sind die Leute? Die riechen. Ah, der Kunde guckt. Der Kunde guckt ja heute Menschen an. Wie sieht er aus? Deswegen wirst du mich persönlich nie erleben, dass ich hier mit einer kurzen Hose bediene. Aber ich habe immer lange Hose an, ob Sommer und Winter. Immer. Man muss akkurat sein. Du kannst dich hier nicht mit Badelatschen rumlaufen. Ah! Ja, heute bist du ja mal 20 Minuten eher da. Ja, und Farbe brauchst du ein bisschen. Farbe. Die Sonne steht draußen. Geh auf den Balkon. Ein bisschen Farbe im Spiel. Bist du schon angenehm, Tag? Ja, grüß schön, ne? Ja, tschüss. Tschüss. So, was hat auch denn das? Früher ein paar, da kann ich noch einen Kaffee aufsetzen. Ja, weißt du, warum er Stammgast ist? Der hat immer eine bunte Tüte genommen, da hat er den Molle her. Haribo mal männerfroh. Ich spreche mit dir nicht mehr. Komm her zu mir. Ah, spreche mit dir nicht mehr. Ich bin jetzt 11 Jahre, bin ich jetzt hier. Ich komm gleich mit ihm klar. Wenn er auch manchmal brummig ist. Ja, ich hatte Angst vor ihm, weil er so brummig war so. Ja, und dann bin ich nur einmal die Woche gekommen. Dann bin ich zweimal die Woche gekommen. Und jetzt komme ich jeden Tag. Das war vor 11 Jahren. Aber als ich im Krankenhaus lag, vor 2 Jahren, da war er einer, der gleich da war, einer der Ersten, unaufgefordert. Ich hatte gar nicht mit ihm gesprochen. Er hatte sich bei meiner Frau erkundigt, soviel ich weiß. Ich lag im Krankenhaus, war wirklich schlimm, war mit Rettungswagen und Notarzt und allem. Und dann kam er da anspaziert, als es mir einigermaßen wieder gut ging. Und da wusste ich nichts von. Das war eine Überraschung. Da habe ich mich sehr gefreut damals. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, eins muss er merken, private privat, Kunde ist Kunde, Geschäft ist Geschäft. Hat er recht? Ja. Sieht aus, ne? Ja. Ja, wobei so. Wir vermixen auch privates. Ja, bei uns ist da was anderes, sag ich mal. Aber. Ja. Reicht sich zusammen. Du auch. Ja, hier ist eher so, es fliegt so nach. Was ich hier interessant fand, ist halt, ne, dass es halt zwei klare rote Blöcke sind. Ja. Aber das. Fand ich auch, die Dynamik fand ich da auch geil. Jo, wird gut. Eugen, der Graffiti-Künstler, ist da. Er soll heute Nikos kleiner Kaffeehütte von außen den nötigen Glanz verleihen. Ist halt auch rot und irgendwie, ne, man kann da schon irgendwie was. Aber bei mir entsteht das Bild an der Wand und nicht auf dem Rechner oder auf dem Papier. Deswegen muss ich immer so mich ein bisschen mit der Wand so anfreunden. Also, ich sag mal, wenn man hier einfach so als Laie oder was weiß ich, hier vorbeifährt, erwartet man hier nicht einfach so zwischen hier zwei Häusern so nochmal so ein kleines Häuschen. Das finde ich halt super interessant. Und mein Ziel ist es natürlich, das nochmal so ein bisschen herauszuholen nochmal, ne? Eigentlich das Potenzial dieses Häuschens. Drin ist ebenfalls noch viel zu tun. Um zu helfen, ist extra Nikos Kumpel Thomas aus Wolfsburg angereist. Es riecht noch so ein bisschen nach Kneipe, ne? Voll. Ja, das kriegst du auch nicht so schnell dann halt raus, ne? Erst wenn der Kaffee kommt, dann kommt ein neuer Geruch. Das ist auch irgendwie blöd. Ich kenne Nico schon als Kind. Und auch so, wie er es gerade hier macht, ist halt voll sein Stil. Und was auf jeden Fall stimmt, ist halt die gute Energie. Und dann wird das am Ende hier am Samstag stehen, auch wenn ich es jetzt noch nicht glaube. Manchmal dringen heimatliche Klänge aus Hüseyins Kiosk. Oh, hier ist ganz was los. Ja. Meine Kinder, meine Frau mag immer spielen, tanzen, gerne. Beide. Stippvisite von Ehefrau Nesrin, Tochter Ella und Sohn Yusuf. Wie immer haben die Kinder im Kiosk nicht nur Augen für den Papa. Willst du? Okay, jetzt muss ich auch. Paradies, ne? Kinderparadies. Welche Kinder sagen nein? Deswegen, ich versuche das mit Kindern nicht meistens hier im Laden zu kommen.
Also lieber nach Hause. Weil, wenn ich das auch jeden Tag komme, er sagte, ich nehme das mit, ein Kaugummi mit, Schokolade mit, Getränke mit. Und das ist schwer. Wir halten aber durch. Wir kommen einmal in der Woche. Auch mal Nein sagen, das ist nicht unbedingt Hüseins Stärke. Und Kiosk und Familie unter einen Hut zu bringen, keine leichte Aufgabe. 33, bitte. Aber wenn es um Süßes und Kinder geht, gibt er immer alles. Cola. Tut mir leid, momentan nicht da. Cola. Nein, da gibt's einen. Cola gefunden. Geht nicht Kindern Nein sagen. Besser immer eine Lösung finden. Wenn Kinder glücklich, wir sind glücklich. Aber was willst du denn jetzt? Willst du einen Kaffee? Wieder so ein Kilo? Nee, einen Kaffee. Ja? Ja. Aber Reis kann man hier ja nicht werden, ne? Aber man tut, was man kann, ne? Viel Erfolg. Danke. Danke schön. Gleichfalls. Auch innen nimmt Nikos Kaffeehütte langsam Gestalt an. Der alte Fußboden, der bleibt einfach drin und bekommt nur einen neuen Belag obendrauf. Ja? Aber ich habe eigentlich mehrere Schichten drauf. Ja? Okay. Extra ja. Drauf gemacht. Mehrere Schichten Lack. Das war auch nicht schlecht. Das ist mega, oder? Das ist richtig, das ist Hammer. Ja, und ich glaube auch die Reaktion der Leute, so, man merkt schon, finden viele einfach sehr, sehr schick. Hier würde ich gerne Kaffee trinken. In Hüseins Kiosk kippt die Stimmung. Die Kinder jaulen, der Papa hadert, Mutter Nesrin schimpft. Nein. Hey. Nein, das reicht. Ich will nicht meine Kinder hier immer, weißt du, das ist, wenn ich hier immer, das ist, Kinder denken, das ist auch super, hier immer, Geld ist einfach, brauchst du in die Schule gehen und so, das will ich nicht. Deswegen ja, kleine spielen, ein bisschen, nicht lange hier bleiben. Wenn immer lange hier, ist es für Kinder nicht gut. Wir haben hier in Deutschland keinen Beruf gemacht, sondern wir müssen irgendwo anfangen. Also, und deswegen haben wir auch über Kiosk gedacht und seit 2009, das machen wir auch. Das macht manchmal ist stressig, aber macht ja auch manchmal Spaß. Also alles zusammen. Spaß, stressig. Moin. Einmal Lucky Strike ohne Zusätze, die roten Brille. Einfach zu stressig war es Hüseyin damals in der Türkei, als er noch in der Computerbranche beschäftigt war. Ein Kiosk in Deutschland war dann die Chance, sich mit kleinsten Mitteln seinen Platz im Kiez zu erkämpfen. Ich will nicht IT mehr arbeiten. Ich habe gesagt, reicht, das will ich nicht. Ich will eine Arbeit finden. Hauptsache, wenn ich Feier mache, ich will nicht hinterher denken. Und dann die Nachrichten. Hadi bakalım. İkistiler ama ikistiler. Hadi bakayım. Unter der Woche sieht Hüseyin seine Kinder manchmal nur beim Frühstück. So richtig familienfreundlich ist sein Kiosk also nicht. Tamam. Sowieso das Kiosk wie, ja gut, aber wie Knast. Vor ein paar Jahren, ich arbeite immer länger, das heißt bis 2 Uhr, 3 Uhr manchmal. Aber das Körper schafft nicht. Und auch Familie, das geht nicht. Deswegen, wir haben fast 2 Jahre
22 Uhr zu. Hauptsache zu Hause, Kinder sehen, Frauen sehen. Das ist Wochenende, sowieso Sonntag. Ich arbeite nicht. Sonntag macht Schwiegervater für uns. Ich bin Sonntag, egal, Laden ist komplett kaputt oder ist egal. Ich bin nicht erreichbar. Heute geht es ums Herzstück von Nikos neuem Laden, die Kaffeemaschine. Die stand jahrelang im Keller. Er hat sie mal einem Kaffeebetreiber abgequatscht, bei dem er gejobbt hat. Wann sie überhaupt das letzte Mal gelaufen ist, weiß er gar nicht. Keine Ahnung, 1970? Nein, nicht ganz so lang, aber schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Schon ja? Ja, die hat schon ein paar Jahre, stand die still. Also ich bin mal gespannt, wie es anfängt, ne? Ob der Druck ganz normal rausgeht oder die Maschine einfach gar nicht funktioniert. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht genau. Der Druck erhöht sich auch schon langsam. Die muss jetzt erstmal warm werden. Halbe Stunde würde ich schon warten. Und dann mal gucken, was er sagt. Auch die portugiesischen Fliesen hat Nico mittlerweile verlegt. Wenn ich dann hier so morgens aufmache und dann genau diese drei Special-Fliesen hier in der Mitte, der Place for the Money. Genau wegen diesem Fenster halt fand ich das Objekt halt auch so spannend, weil ich mir das immer so vorgestellt habe, ein Café zu haben, was halt klein, schnucklig ist, mit einem Fenster zur Straße, wo halt die Leute einfach mal, ne, kurz anhalten, sich ein Käffchen schnappen oder dann halt direkt auf der Hand und weiter. Und irgendwie ist es genau der Style, also ich habe es mir immer so vorgestellt. Ja. Ja, ist warm. Okay. Das dampft gut einer ab. Ich würde es jetzt erstmal testen, würde ich sagen. Einfach machen. Yeah, yeah, yeah. Let's see. Ach so, jetzt? Das wird zu viel Kaffeemehl sein und zu fein wahrscheinlich. Ja. Also trinken kann man es nicht. Das kann ich schon, kann ich riechen. Eieiei. Immer mal Thunfisch, jeden Tag Thunfisch, aber nur im Wasser, kein Öl nehmen, Wasser ausdrücken, wie sich das gehört. Das habe ich mal von meinem Schwiegervater gelernt, die Essweise, Thunfisch, Peperoni, Oliven, mein Schwiegervater ist Grieche. Hoppala. Nur kalt gepresstes Olivenöl nehmen, nichts anderes. Weil das sind gute Fette und keine tierischen Fette. Das ist auf Naturbasis. Olivia. Also manchmal in einer guten Zeit, dann haue ich so in der Woche nur 2 bis 3 Kilo Thunfisch weg. Aber nicht die kleinen Dosen, dann hole ich mir die großen vom Metro. Da ist immer ein Kilo drin. Ja, und dann einer sieht dann, schmeckt ja gar nicht. Ich esse das gern. Dann mache ich das ein bisschen am Hauch und dann lasse ich das ein bisschen einziehen. So.
Egal, Erkältung kenne ich nicht. Immer ackern. Was kommt, geht auch wieder. Abgehärtet von Kind her schon. Ich bin im Garten groß geworden. Ich kenne das alles gar nicht, diese Warmdusche an der Heizung sitzen. Schöne kalte Dusche, zack, ins Bett gehen, ausschlafen, fertig. Schlafen ist ein bisschen Medizin. Dem Tod hat er trotzdem schon mal ganz nah ins Auge geschaut. 2009. Holz machen mit einem Kumpel im Wald. Plötzlich ein Baumstamm. Direkt auf ihn drauf. Wo ich den Unfall hatte, da war ich richtig weg. Bin in einer Kirche reingegangen, ich vergesse das Bild nicht, in einer Kirche, die war dunkel. Und guckte nach oben und oben war ein offenes Fenster, also wie so ein, ja, Dachfenster kann man nicht sagen, eine Rundung und an dieser Rundung, die ich dann hochguckte, sehe den hellen Himmel, weiß und dann kam er an der Seite, morgen. So ein Langhaariger mit Bart und langen Haaren und guckte mich von oben nach unten an und sagte, mein Junge, geh wieder raus, du bist doch nicht dran. Und dann habe ich nach unten geguckt wieder, zu den Bänken, zu den dunklen Bänken in der Kirche und dann bin ich wach geworden im Bett. Das ist ein Zeichen, dass, ich bete sowieso jeden Abend. Ob es einen Gott in der Art gibt, muss jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube daran, dass es was gibt nach dem Tode und meine, da kommt noch was irgendwie. Dass man komplett weg ist, bleibt immer noch weg, ich weiß es nicht. Ich werde es dann berichten, wenn ich dann da bin, wo ich wahrscheinlich hin soll. Ich habe früher gesagt, die Guten kommen nach oben und die Schlechten kommen nach unten. Ne? Ich komme bei Wolke 8, habe ich immer gesagt. Die anderen kommen hinten drauf. Aber nur die Besten, sonst keiner. Freitagnachmittag. Das Durstgeschäft nach Feierabend beginnt. Perfekt, danke dir. Und deine. Hier siehst du, ich gebe Bier plus Geld. So muss das immer laufen. Das? Ich mache ein Minusgeschäft, glaube ich. Minus, bis später. Ja, bis später. Die ersten Biere gehen über die Theke. Die meisten im Pfandbecher. Von denen kann Hüssin gar nicht genug haben. So, alkoholfrei. Manchmal, jede Leute steht, glaube ich, eigene Küche mindestens, 4, 5 unsere Becher. Sag, okay, nächstes Mal geben, dann kommt alles, entweder alles zusammen oder nichts. Ja, wir wohnen hier um die Ecke und ich schaff's immer, das Bier mit nach Hause zu nehmen und dann ohne Becher wieder vorbeizukommen und ein neues Bier zu holen. Deswegen gebe ich hier immer meine Bechersammlung dann irgendwann ab. Gerne. Aber wir kennen uns ja. Gerne. Hüsseins Pfandbechersystem ist nicht nur nachhaltig, sondern ist auch clevere Kundenbindung. In seinem Kiosk wird das Bier nach multikulturellen Vorlieben gezapft. 4 Euro ist mit Pfand, ne? Ja. Normalerweise, wenn 04 muss da sein, hier steht 04, ne? Aber ich mache niemals da. Vielleicht wie voll. Manchmal ich frage, möchten Sie Ihre Bier wie Engländer, Türker oder wie Deutsche? Darum bei uns Beispiel, wenn du Bier mit Schaum kommt, das Kunde richtig schimpft bei dir. Hey, was hast du gemacht? Mein Bier geklaut oder was? Aber wenn Dolce ohne Schaum, das geht nicht. Engländer und Türke ohne Schaum. Ja, das ist immer, deswegen alle, viele weiß, sage ich, wie Türke oder wie Engländer oder wie Dolce Bier. Aber er sagt, nein, Dolce Bier, das ist mit Schaum bitte. Ich habe sie wieder zurückgebracht, die Gläser, die Pfandgläser. Ja. Mensch, Verlass, ja, ne? Das habe ich gesagt. Meine ja. Ne? Das ist Verlass. Irgendwann kommt es immer wieder. Ja, der Kiosk ist toll. Nicht nur wegen dem Bier, sondern allgemein wegen allem, was es gibt und den Kundenservice und so. Ja, ich wohne hier auch schon seit, glaube ich, 15 Jahren in der Kochstraße. Bis jetzt bester Kiosk. Ich bedanke mich. Und einen schönen Freitagabend. Ebenso, danke. Für Hüsein geht jetzt die Arbeit erst richtig los. Denn Freitagabend, da brummt die Bude. Endspurt bei Nico. Wie lange dauert's noch? Montag. Ey! Jetzt Montag? Ja. Wow. Egal wie. Ja, egal wie. Ein bisschen Baustelle bleibt immer, weißt du wieder. Weil, na ja, Projekt immer bisschen, ne? Ja, genau. Aber ja, an sich Montag. Ich sehe das schon immer, wie du hier rumbastelst, aber lieber. Ja, ich bin richtig am Basteln. Aber was willst du machen? Einfach machen. Hoffentlich hast du ein bisschen Wetter, du. Einigermaßen so. Ah, davon gehe ich aus. Ich glaube, es ist gut. Ja, aber das liegt ja auch ein bisschen scheiße hier so am Rand, ne? Wenn das jetzt vorne noch in einer anderen Ecke wäre, dann hätte ich da keine Bedenken, aber. Wegen Wetter? Nee, wegen Publikum und so. Ach, das wird schon.
Wird schon? Ja, ja. Na ja, dann. Dann mal tau. Drei Weizen. Freitagabend, das ist ab 18, 19 Uhr langsam los. Darum Leute machen Feierabend und wenn Wetter ist, gut, automatisch versuchen ein bisschen Party. Wegen Corona-Zeit überall zu, deswegen gibt es keine andere Möglichkeit. Drei neue? Sie haben Glück, dass es heute. Das Wetter ist richtig gut. Ich komme eigentlich aus Hamburg, oder ich habe sehr lange in Hamburg gewohnt. Und in Hannover kriegst du ein Bier am Kiosk für 1 €. Das kann ich in Hamburg nicht bekommen. Ja, das ist ja einmalig hier, weil du kriegst ja hier ein frisch gezapftes. Das kriegst du ja sonst nirgendwo, glaube ich, im Kiosk. Hallo. Gerne. Ich gebe neue Becher. Gezapfte Bier ist nicht normal, das heißt nicht bekannte, darum gezapfte Bier erstmal ich habe gemacht. Ich komme von Istanbul und wir haben auch Studentenzeit auch ein paar Bierkultur. Das ist, wir wollen immer Bier trinken, aber ein bisschen günstig trinken und richtig genießen. Und ich will einen Kiosk, aber nicht Standard. Das will ich nicht einfach, okay, steht da, Flasche nimmt und einfach gibt. Ich will ein bisschen selber Idee und so. Deswegen, ich habe gesagt, warum nicht? Hüsse ihn der Pionier. Seine Schankbuden-Idee hat mittlerweile einige Nachahmer gefunden. Natürlich erstmal alle gelacht bei mir. Ich war gewerbeamt wegen Zapfanlage, Zaf2Go Schanklizenz. Und ich glaube, war eine Frau, sie hat gesagt, wir haben richtig verstanden, möchten Sie gezapfte Bier anbieten im Kiosk? Ich habe gesagt, ja. Sie sagt, ja, Kaffee2Go geht, aber was ist das gezapfte? Ich habe gesagt, wenn Kaffee2Go geht, warum Zaf2Go nicht? Und Deutschland und Bier Mutterland. Mama, Cappuccino. Die Jugend nennt es Limmern, wenn sie abends auf Hannovers Limmerstraße mit Wasser, Brause und Bier von Kiosk zu Kiosk zieht. Wir haben neulich mal so eine Quizrunde gemacht und ich hatte unter der Rubrik Regionales herausgesucht, dass Hannover in der Stadt ungefähr 300 Kioske hat und in der Region 380. Und dass das sogar europaweit, glaube ich, total besonders ist. Und da sind wir natürlich super stolz drauf. Das hast du gut verkauft. Vor Hüssens Kiosk wurden sogar schon Hochzeiten und runde Geburtstage gefeiert. 1040 Euro. Ah, wunderbar. Alles klar. Mach's gut, Chef. Ciao. Aber selbst wenn es noch so gut läuft, um 22 Uhr ist für Hüssein Feierabend. Für Sommer ist ein bisschen weniger, nicht so viel los. Aber ganz normaler, sage ich. Nein, das funktioniert. Was Hüssein an diesem Abend nicht ahnt, seinem Zapf2Go wird schon bald der Hahn abgedreht. Manne ist Frühaufsteher. Um Punkt 5 geht's los. Diskutieren Sie schon über den Weihnachtsmarkt, ob wir den überhaupt führen können oder nicht hier. Sind so alle krank in der Birne hier. Ich weiß nicht, was das hier noch alles soll. Was ist jetzt mit dem Markt? Fragezeichen, ja. Ach, weißt du, es macht keinen Spaß mehr, das soll man sagen. Faktor Mensch spielt doch keine Rolle mehr. Wollen wir schon mal ein bisschen Vorbereitung machen? Ohne Vorbereitung läufst du nur hinterher, das bringt nichts. So, mal ein paar Deckel holen noch. Thank you.
ich komme fertig um 10 Uhr 1 mit meinem Bus. Ja, Freunde, ich kann mich nicht zersehen. Ich bin auch nur eine Person. Da müsst ihr aufstehen und losgehen. Mann, ich hab frei. 10 Uhr 1, wir haben gerade 9 Uhr 42. Oh. Kommt gleich. Mann, ey. Ihr braucht doch nur ein Gieß. Ach, er kocht. Hier wird der Kaffee mit Liebe gemacht. Ja, nur mit Liebe. Nur einer möchte gerne eine andere einmal. Soll ich jetzt einen Pott aufsetzen, wenn ich dann wegfahre eine Stunde? Ja, das stimmt. Raucherhusten, ich muss eine rauchen. Und Kaffee bei Manne. Dann geht's mir wieder gut. Jo, Manne. Ach, der zweite Herr Frau Zabel. Was ist das? Ich bin wieder hier, ja. Wolltest du vorbeikommen, Manne? Mann. Mann. Na, so, da kommst du schon. Okay, jo. Dankeschön, Schatz. Danke. Manne ist ein bisschen im Stress. Denn er muss gleich noch zur Metro. Heute Nachmittag gibt er direkt vor seinem Laden eine Grillparty. Einkaufen. Das Wetter hat Nico sich für seinen Eröffnungstag natürlich komplett anders vorgestellt. Doch Zeit, sich zu ärgern, bleibt nicht. Schließlich muss der erste Kunde ja wissen, was es hier überhaupt zu kaufen gibt. Wie viel Cappuccino er im Monat verkaufen muss, damit sich das Ganze überhaupt trägt, hat er noch gar nicht ausgerechnet. Ein Kunde würde ihm jetzt schon reichen. Mannes Kiosk liegt vor den Toren der VW-Werke in Stöcken. Seine Stoßzeiten richten sich somit auch nach dem Schichtbeginn und dem Schichtende der VW-Arbeiter. Heute ist ein besonderer Tag. Die Sommerferien beginnen im Werk. Und die Party? Die schmeißt Manne. Ja, mein alte Rede. Alles schick? Ja, bis ins. Alles weg. Weisung. Hab ich vorweg schon angezogen. Manne! Manni, grüß dich. Ja. Das freut mich ja. Ja, ja. Aber nicht nur die aktuellen VWler kommen heute. Manni, das waren andere Zeiten früher. Aber schöne Zeiten. Ja. Sondern auch viele Ehemalige lassen sich dieses besondere Treffen nicht entgehen. Nicht Raucherlunge. Ja, wenn du ein bisschen was von haben willst, nachher. Manne bekommt an der Stimmung seiner VW-Kunden immer hautnah mit, wie es mit der wirtschaftlichen Lage im Land gerade aussieht. So ein bisschen nervös ist die Mannschaft. So, wir wissen nicht, was passiert, was kommt. Ne, jetzt gerade dann, wenn es dann kurzarbeitmäßig dann auch teilweise, ne, dass dann da Abstriche gemacht werden müssen. Ne, das ist schon eine schwierige Sache. Wer möchte jetzt eins? Die sind fertig. Hä? Hier für euch auch. Nee. Ja. Ja. Dann reicht es zusammen drei Wochen, ne? Was selbstverständlich. Die kleine Hörer. Was kriegen wir jetzt mit? Ich nehme das mit. Schönen Urlaub. Danke, Jung. Danke. Jo. Ja, genau. Wuff haben wir. Das Schöne, hier an Mannes Kiosk scheint die Welt noch in Ordnung. Auch jetzt, im Corona-Sommer zwischen ersten und zweiten Lockdown, wo noch keiner weiß, dass solche Zusammenkünfte schon in ein paar Tagen wieder verboten sein werden. Der Regen ist weg und die Kundschaft bei Nico plötzlich da. Dankeschön. Oh, du bist der Beste. Kannst dich schon mal setzen, dann bring ich dir den. Ich wollte ganz gerne ein kleines Espresso. Zum hier trinken? Ja. Ja. Das Wasser dazu. Zucker? Ja. Sehr. Dein Kind hat eben auch den Mund aufgemacht. Ja. Ich habe hier schon die Renovierungsarbeiten gesehen, als ich neulich hier war und dachte mir so, aha. Also das, was es hier gibt, ist jetzt nicht ganz gleichbedeutend mit dem, was da oben drauf steht, aber das sieht so schön aus. Ja.
Ich möchte aber einen Cappuccino. Dann bekomme ich einmal 2,50 bitte. Achso, mit Kuhmilch oder mit Hafermilch? Mit Kuhmilch. Mit Kuhmilch, dann 2,70. Das ist ja echt süß bei euch. Ich war eben total überrascht. Ich habe gedacht, ja, seit wann kann man denn hier sitzen und stehen, als ich den jungen Mann dort sah. Ne? Ja, ja. Weil es ja sonst eigentlich eher so eine Bierkneipe war, ne? Ja, ja. So. Ja, total schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank. Also ich hoffe, der Kaffee schmeckt dir dann auch und dann ist alles richtig gut. Genau. Der Lebenskünstler Nico ist jetzt tatsächlich selbstständiger Gastronom. Der Start in seiner Barista-Bude gelungen. Doch die zweite Corona-Welle, die rollt bereits auf Deutschland zu. Sie könnte Nico und seine kleine Kaffeehütte hart treffen. Fünf Monate später. Es ist Anfang Dezember, zweiter Lockdown. Die Läden sind dicht, Kioske dürfen aufbleiben. Aber trotzdem ist auch bei Manne nichts mehr, wie es einmal war. Diese Maske mit den Brillen da, das. So, jetzt bin ich im Dunkeln. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Die Scheibe hat Manne freiwillig eingebaut. Sonst müsste er hier 12 Stunden mit Maske stehen. Verkaufen darf er, aber der Verzehr vor dem Kiosk ist ab sofort untersagt. Vom zentralen Treffpunkt zum Plaudern ist nicht mehr viel übrig geblieben. Corona als ernsthafte Bedrohung zu akzeptieren, fällt Manne zu diesem Zeitpunkt aber noch schwer. Von seinen Kunden war schließlich noch kein einziger erkrankt. Ja gut, Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nicht gesehen habe. Wenn ich jetzt mal einen sehen würde, der richtig schön in dem Mist liegt und sagt, Mensch, guck mal, das ist Corona, dann würde ich sagen, gut. Oh. Ich wünsche dir noch was. Ja. Hallo, nennen Sie zu. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ben heriften Gutschein aldım. Yıkamadı. Ta 2018'de 10 tane Gutschein aldım. Die Kunden üben Abstand. Hüssins Geschäft leidet unter Corona. Der Zapfhahn ist schon seit längerem abgestellt. Auch der Glühweinverkauf seit gestern untersagt. Alles in allem geschätzte 80% Umsatzeinbruch. Ich habe auch Angst für mich. Ich habe 2 kleine Kinder. Ich habe selber Angst, was ich mache. Kommen Sie. Kopien? Vier Kopien und eine große Kaffee. Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe. Zurzeit, wir denken nicht Geld verdienen. Zurzeit, wir denken, Hauptsache weitergehen. Hauptsache unsere Miete zahlen. Versicherung und so, mehr geht nicht. Bei Nico läuft es gut. Sein Fensterverkauf war die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Zuerst war er allerdings selbst ein bisschen überrascht, dass er seine Kaffeehütte überhaupt weiterhin aufsperren darf. Ich wusste gar nicht, was ich machen darf. Ich habe zuerst gedacht, schon, dass ich halt einfach nicht aufmachen darf. Ich habe gedacht, ja, alles Lebensnotwendige sozusagen bleibt auf. Aber Kaffee gehört wohl dazu. Doch Nico wäre nicht Nico, wenn er nicht schon wieder eine neue Idee ausprobiert. Wir machen jetzt einen kleinen Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferservice. Bei mir kriegt ihr das. Und wenn wir am Ende Klopapier verkaufen, ist mir scheißegal. Solange das Haus lebt, ist alles gut. Die sehen großartig aus. Dann im Februar eisige Zeiten. Auch Hannover versinkt für ein paar Wochen im Schnee. Oh,
Hüssein bleibt gelassen. Das Wetter kratzt ihn nicht, trotz immer weniger Laufkundschaft. Aber er wundert sich, am meisten über den fehlenden Impfstoff. Guck mal, wir haben gebaut, aber trotzdem, wir haben nicht. Ich verstehe das überhaupt nichts. Bauch sagt da nicht lange, das ist vielleicht Ende März alles frei. Kopf sagt bis 2022 nicht gut. Auch Manne muss kämpfen. Die Kunden bleiben aus. Eis und Schnee machen den Weg zu seiner Trinkhalle zu einem Hindernislauf. Und Manne ärgert sich über den quälend langsamen Impfstart. Ja, hat doch Frau Merkel gesagt, wir haben doch verschlafen und von allein. Wir haben verpennt. Wir verpennen ja so viele, wir sind ja das letzte Rad immer am Wagen. Warum, frage ich mich, warum? Wie im Auto. Oh. Ist eine Ort zu klein oder was? Am 1. April hat Manne Jubiläum. Genau vor 20 Jahren hat er den Kiosk von seinem Schwiegervater übernommen. Ganz hat er die Hoffnung auf eine ordentliche Feier noch nicht aufgegeben. Mutti hat gesagt, wir schaffen es. Ja. Barista Nico kümmert sich wieder um sein Kerngeschäft und profitiert davon, dass er schon viele Stammkunden hat, die ihm auch jetzt, im Corona-Lockdown, die Treue halten. Weil ich total verknallt in den Barista bin. Aber es müsst ihr jetzt rausschneiden, weil mein Mann sonst sauer wird. Weil er einfach tierisch gut aussieht, geilen Kaffee macht und unfassbar charmant ist und ein schönes Lachen hat er auch. So, bitte ich her. Oh, guck mal. Magst du einen Deckel drauf haben? Ja, ich habe mit dem Fenster hier und allem drum und dran halt voll Glück, ne? Das ist schon schön. Durch den Schnee sind irgendwie ganz viele draußen unterwegs und haben Lust zu rodeln und zu machen und zu tun. Und das ist das Einzige, was du sowieso machen kannst zurzeit. Ja, deswegen ist gar nicht so schlecht. Ja. Weiß gar nicht, was ich tue. Auf jeden Fall Kaffee, ja. Cappuccino? Cappuccino, ja. Mit Hafer. Ja. Sie auch? Mhm. Okay, komm sofort. Danke. Nein. 2 Monate später. Es ist Anfang April. Ich habe dir 3 Stück mitgebracht. Ja, machen wir eins vom Fenster und hier. Das muss ich ja wieder abnehmen. Das muss ich ja wieder abnehmen nachher. Nee, dann muss ich da hin. Da am Fenster, da bleibt er hängen. Da, da und einmal da. Manne hat heute doppelten Grund zur Freude. Der 63-Jährige hat seine erste Corona-Impfung hinter sich. Und auf den Tag genau ist er seit 20 Jahren mit seinem Kiosk selbstständig. Sein Schwager hat extra Aufkleber für ihn gedruckt. Alter, das sieht ja geil aus. Ja, siehst du, hier mit Liebe gemacht. Mit Liebe. Nur für euch. 20 Jahre, die ich hier drin bin, ist schon eine Hausnummer. Das sind 20 Jahre deines Lebens, die weg sind, sagen wir mal sehen, weil man nur hier drin ist. Aber ich sag mir immer wieder, lieber so, als wenn ich es irgendwie vergoldet hätte. Halt euch zusammen. Richtig schick machen ist heute nicht nötig. Mein ältester Pullover, der ist schon 15 Jahre alt. Guck mal, passt immer noch. Er spannt auch noch nicht mal. Nicht verzahnen, nicht verzahnen. So, siehste. Die eigentlich geplante Party, die muss wegen der Pandemie ausfallen. Corona gibt es trotzdem. Und Hüssein? Der kann in diesem Frühjahr seine türkischen Stammkunden mit einer Kiosk-Geschichte überraschen. Abi, weißt du, Kiosk bedeutet was? Nicht wirklich. Ehrlich? Nein, du bist Türke und weißt du nicht. Weiß ich nicht. Kiosk kommt, alte osmanische Wort. Es kommt aus Köşk, das Gartenpavillon. Das ist natürlich sehr, sehr alt. Das ist zurzeit, wir nutzen nicht Köşk. Wenn jemand sagt Köşk, alle lacht uns. Aber jetzt hast du auch gelernt. Jetzt du bist Türke, aber ja, du weißt selber weiß auch nicht. Ich nicht. Nee, ja. Nicht wirklich. Okay, jetzt deine Strafe, eine Kaffee bitte. Ja, bitte. Eine Kaffeestrafe ist gut, das akzeptiere ich.
Auch wenn das Kioskgeschäft noch lange nicht läuft wie gewünscht, Hüseyin und Ehefrau Nesrin haben nur einen Wunsch. Ich will Kundenzähne sehen. Darum ohne Maske, ne? Ich will Abstand nicht. Ich will nicht messen. Hallo, 50 Meter, wir spenden hier. Das will ich nicht, das benutzen. Deswegen, ich hoffe, ab 2022 diese schlechte Thema erledigt. Hoffen wir. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Wir alle. Ich will Zähne sehen. Mehr nicht. Wer hat Zähne geputzt oder wer hat nicht geputzt? Das will ich sehen. Moin. Was kann ich für euch tun? Ich möchte einen großen Hafer-Cappuccino, bitte. Alright. Ja, ich mache Kaffee in dem alten Kiosk in der Pandemiezeit und geht trotzdem. Ciao, ciao. Hi. Hallo. Wie geht's? Drei große Kaffee. Nico hat sich Verstärkung geholt. Immer samstags ist jetzt Fatih mit dabei. Der verkauft seine türkischen Spezialitäten normalerweise als Streetfood-Künstler auf Festivals. Vor ein paar Wochen stand er bei Nico einfach vor dem Fenster und wollte mitmachen. Also an dieser Bude finde ich immer noch geil. Es ist keine perfekte Küche, sondern es ist Streetfood mit Leib und Seele. Und es macht einfach Spaß, auf kleinem Raum viel zu schaffen, Großartiges zu schaffen. Eins ist klar. Stillstand wird es hier nicht geben. Nico hat schon wieder neue Pläne. In ein paar Wochen soll ein Künstler die Chance bekommen, die Außenfassade neu zu gestalten. Konzerte, Kunstausstellungen, alles soll nach Corona hier möglich sein. Und Manne? Auch wenn die große Party zurzeit nicht erlaubt ist, Stammgast Waldi ist immer willkommen. Manne ist sich sicher, die dritte Corona-Welle ist gebrochen. Jetzt nochmal angreifen oder in die wohlverdiente Kioskrente gehen? Das ist die Frage. Die Zeit, die man hier verbringt, ist eine lange Zeit schon, aber auch eine schöne Zeit. Ich meine, so ein paar Tage mal nichts machen, ist mal schön. Aber ich sehe es ja, guck mal, wir treffen uns Sonntag, manchmal sagen wir, weißt du, hast gar keine Lust, treffen wir Sonntag gar nicht hin. Es gibt da keine halbe Stunde, klingelt der Telefon, wo bleibst du denn? Ne? So ungefähr, wo bleibst du denn? Es ist irgendwo, und dann kommen sie, oh Mann, man hat gemerkt, man hat dich vermisst, das freut einen dann, ne? Das freut einen, weil man doch nur noch sieht, man ist gefragt. Weil sie genau wissen, man ist ein Kumpel, man ist da, man macht das schon.